Hallo und herzlich willkommen zu Mr. Luke zockt. Während gerade die Tour de France läuft am 3.7., heute mit einer Flachetappe, wollte ich mal mit euch teilen, was so die Erkenntnisse der ersten Tage sind, zumindest für mich persönlich. Ging ja schon richtig zur Sache, auch in der Gesamtwertung. Da haben sich schon einige Abstände ergeben. Ein paar Leute, ja, sind schon negativ aufgefallen, zumindest was deren Gesamtwertungsambition anbelangt. Ich habe mir mal so drei, vier Stichpunkte rausgenommen. An erster Stelle GG und ein dickes Lob an DSM für Tag 1. Frank Vandenbroek, wahrscheinlich der stärkste Mann an dem Tag, hat da den Sieg an Romain Bardet gegeben. Aber ja, Vandenbroek hat natürlich noch seine ganze Karriere und auch diese Tour vor sich. Mal gucken, würde mich freuen, wenn der noch weiterhin die Chance bekommt in der Ausreißergruppe da. Sein Glück nochmal zu versuchen. Und wahrscheinlich der größte Punkt für mich persönlich, die Stürze der Baskenlandrundfahrt haben vielleicht doch weniger Auswirkungen gehabt, als so mancher befürchtet hat. Ich will nicht sagen, um Gottes Willen, es hätte gar keine Auswirkungen gehabt, aber ich sag mal, sowohl Jonas Vingegaard als auch Remco Evenepoel sind ja schon competitive, so ist es ja nicht. Natürlich. Jonas wahrscheinlich nicht in der Form der letzten Jahre, braucht man sich auch nichts vormachen, aber die Tour ist ja auch noch lang. Vielleicht kommt das noch im weiteren Verlauf. Die vierte Etappe über den Galibier am Dienstag hat das ja schon gezeigt. Also ich glaube, wenn der jetzt gar nichts könnte und nicht fit wäre, dann wäre er auch gar nicht erst am Start der Tour gewesen. Das heißt, die Gefahr oder die Bedenken sind, glaube ich, jetzt erstmal ausgemerzt. Ansonsten hat man da aber auch gesehen, Pogacar wahrscheinlich der Stärkste, aber hat Team UAE Emirates vielleicht ein Hierarchieproblem bei ihren Helfern? Mache ich mal ein Fragezeichen dran, insbesondere an die Personalie Juan Ayuso. Und wie lief es bislang so in den Sprints? Was sind so weitere Gedanken meinerseits zu den ersten Tagen? Los ging es auf der ersten Etappe von Firenze nach Rimini mit dem ja, Duosieg von DSM. Wo es dann nachher einen Sprint aus der Gruppe um Platz 3 gab, von Art vor Pogacar und so weiter. Selbst da sind schon, ja, zumindest ein paar Leute negativ aufgefallen. Groupama können ihre GC-Ambitionen meiner Ansicht nach beerdigen. Klar, man kann auch nochmal wieder zurückkommen durch eine Ausreißergruppe, aber ich denke, so wie das früher mal war, bei zum Beispiel Oscar Pereiro mit, der kriegt mal eine halbe Stunde geschenkt. Und irgendwann im späteren Verlauf ist er dann in der Gesamtwertung im Rennen ganz vorne dabei. Das wird, glaube ich, heutzutage nicht mehr passieren. Also Boudu und Martinez sind für mich da raus auf Seiten von Groupama. Aber was nicht heißt, dass die nicht auch noch Etappen gewinnen können oder sowas. Aber Gesamtwertung ist da echt schon eigentlich beerdigt worden. Die zweite Etappe ging dann an Ausreißer. Ja, Bardet hatte trotzdem vor, das Trikot zu verteidigen, hat leider aus seiner Sicht nicht so ganz geklappt. Mit den punchigen Anstiegen hier in Italien, San Luca. Der Sieg ging an Kevin Vauclair aus der Ausreißergruppe. GG an der Stelle. Akeas, glaube ich, 11. Teilnahme bei einer Grand Tour und der erste Etappensieg. Auch erstaunlich. Ebenso Abrahamsen natürlich auch bislang sehr positiv aufgefallen. Ständig in den Ausreißergruppen mit dabei und am Punkte sammeln, sowohl für die Bergwertung als auch für die Punktewertung. Macht im Prinzip genau das, was man als Wildcard-Team hier machen sollte. Sehr starke Vorstellung von dem. Bin mal gespannt, wie das so weitergeht. Dem traue ich durchaus auch zu, als hartem Wikinger, als hartem Norweger. Aber nicht nur ihm, sondern auch anderen Leuten. Ich meine, die haben noch Johannessen, Kurt Nielsen. Und so weiter, dass die da auch nochmal eine Etappe gewinnen können durch eine Ausreißergruppe. Was ist aber an Tag 2 schon aufgefallen? Da fand ich, hat Carapaz sehr gut mitgehalten. Konnte dann auch sogar gelb übernehmen für einen Tag, aber am nächsten bergigen Tag, Etappe 4, ist das dann auch wieder hinfällig geworden. Da ging es dann nämlich richtig ans Eingemachte. Ja, auch hier haben sich ein paar Leute abgezeichnet, die rausgefallen sind, zum Beispiel Simon Yates. Yates natürlich auch immer so eine Wundertüte, also vor allem Simon, was Grand Tours angeht, der hat gerne mal so schlechte Tage dabei. Wenn es zu sehr im GC absackt, wird es dann auch wohl in Richtung Etappensiege eher gehen, aber mal schauen.
Derek G ist vielleicht auch noch jemand, wo Leute insgeheim drauf gehofft haben, nach seiner, was war es, Dauphiné oder Swiss? Dauphiné, glaube ich, wo er so weit vorne war. Ob der nicht vielleicht was für die Gesamtwertung ist oder für die Berge, ja, mag sein, aber ich glaube eher so der Typ Ausreißer. Also ich glaube, von dem wird man noch was sehen. Aber vermutlich landet er jetzt nicht in der Top 10 in der Gesamtwertung. Dass Mark Cavendish von Anfang an ganz hinten im Feld zu finden ist, finde ich persönlich, ist jetzt nichts, ja, Ungewöhnliches oder was mich irgendwie zu Gedanken veranlässt, dass man denkt, oh, der schafft's nicht, der muss schon aussteigen, das wird nichts mit seinem 35. Etappensieg. Der war schon immer jemand, der durchaus auch viel Zeit bewusst in Kauf nimmt. Ich meine, solange der im Zeitlimit bleibt, der hat da auch sehr viele Helfer immer an die Seite gestellt bekommen, der ist erfahren genug. Das ist eigentlich nichts Ungewöhnliches. Auch wenn das natürlich an Tag 1 vielleicht relativ früh war, aber das hat man schon so oft von Kev gesehen. Da mache ich mir aktuell jetzt noch nicht so die Sorgen, selbst wenn es da ins Hochgebirge geht, solange der einigermaßen fit ist, wird er durchkommen und weiterhin auch dabei bleiben und versuchen natürlich da seinen Etappensieg zu holen. Apropos Sprinter, die haben zum Zeitpunkt meiner Aufnahme hier am 3.7. bislang nur eine Gelegenheit gehabt, wobei auch da der Sprint nicht ganz so klassisch war, kurz vorm Ziel einige gestürzt. Aber überraschenderweise für mich hat Girmay da gewonnen. Pedersen recht langen Sprint gefahren, hatte aber das Hinterrad von seinem Anfahrer Stuyven zwischenzeitlich verloren. Also falls man jetzt vielleicht denkt, oh, gar nicht mal so ein starker Sprint von Pedersen. Ja, schon. Aber ich rechne schon damit, dass Mats Pedersen safe noch eine Etappe gewinnen wird. Ich glaube, das war jetzt auch nicht so optimal und nicht so repräsentativ, weil er da auch viel investieren musste, um die Lücke zu schließen. Aber hier mal wirklich starker Sprint, Hut ab. Aber hier im Sprint waren auch ein paar große Namen eben nicht vorne zu finden. Aber Positionierung gehört eben auch dazu. Also beispielsweise, ja, ein Philipsen war hier weit und breit nicht zu sehen oder auch Cavendish. So richtig spannend wurde es dann auf der Etappe 4, hier mit dem Col du Galibier. Die Ergebnisse habt ihr sicherlich inzwischen alle mitbekommen. Worüber ich hier am meisten reden möchte, sind zwei verschiedene Sachen. Zum einen, oder eigentlich mehrere Sachen, aber die zwei Top-Teams, sage ich mal, bei UAE, Pogacar scheint aktuell der stärkste zu sein. Jo. Aber zumindest aktuell habe ich jetzt nicht so das Gefühl, UAE hat einen konkreten fixen Plan. Das ist vielleicht dann auch ja, so das Problem, wenn man so ein Real Madrid-Überteam mit hat, mit gefühlt 10 Bergfahrern. Keine so eine klare Hierarchie. Rafael Majka zum Beispiel, so der absolute Edeldomestik, ist nicht dabei, weil beim Giro dabei. Gut, der muss auch nicht alles fahren. Ich meine, letztes Jahr war Yates natürlich auch auf dem Podium. Also alleine schon mit Poggi und Adam Yates, zumindest vorher auf dem Papier, hat wahrscheinlich UAE die beiden besten, ja, Kapitän und Edelhelfer sozusagen dabei. Was nicht trotzdem heißt, ja, letztes Jahr sind sie Zweiter und Dritter geworden. Deswegen kann es trotzdem jemanden geben, der overall stärker ist. Auf jeden Fall, was man gemerkt hat auf Etappe 4 ist, ich kenne die Typen nicht persönlich, aber es ist leider immer wieder sichtbar und gibt ja auch Stimmen dazu. Juan Ayuso ist wohl irgendwie ein schwieriger Charakter, zumindest auf der Strecke. Denn in anderen Rennen, wenn man Pogacar als Leader hat, lief das sonst bei UAE eigentlich immer ganz gut, wobei die jetzt auch nicht immer so ein Überteam hatten. Aber wenn man mal an die Vuelta oder sowas zurückdenkt, immer wenn jetzt bei UAE die anderen Leute mal eine Chance bekommen, also Ayuso und oder Almeida, sind die sich nicht ganz grün, der eine will nicht für den anderen fahren oder es ist halt so ein bisschen unklar, was da eigentlich abgeht. Und genau das war jetzt auf Etappe 4 bei der Tour hier auch ein bisschen der Fall. Am Ende ist ja alles super gelaufen, schön und gut, aber UAE hat für mich nicht wie bei einem eingespielten Team wie Jumbo oder auch bei Ineos oder auch bei Bora mit einem klaren Leader wie Roglic, da gäbe es sowas, glaube ich, auch nicht. Das Problem in der Hierarchie, wer kommt eigentlich wann dran? Okay, das kann natürlich auch dem geschuldet sein, die haben so viele gute Leute.
Wahrscheinlich hätte ich persönlich auch eher gedacht, dass Adam Yates so der Co-Kapitän Edelhelfer wäre, würde dann als letzter eingesetzt werden. Das heißt, Ayuso und Almeida davor. War jetzt nicht der Fall. Warum auch immer. Vielleicht hatte ja aber auch Adam Yates nicht den besten Tag. Für mich persönlich habe ich jetzt aber festgestellt, Almeida und Yates sind schon total committed, für Pogacar zu fahren. Ich glaube, bei Ayuso und Almeida gibt es irgendwie so intern das Duell. Abgesehen davon, dass Pogi natürlich die absolute Nummer 1 ist, will jeder danach auch ja, nicht unbedingt immer so 105% Einsatz geben, sondern selber auch noch ein gutes Ergebnis einfahren. Und dieses komplett uneingeschränkte Commitment, wie vielleicht sonst bei anderen Teams, wie das zum Beispiel auch früher bei Team Sky immer der Fall war für einen Leader, das vermisse ich gerade zumindest noch so ein bisschen nach der ersten Hochgebirgsetappe bei Team UAE. Letztendlich kann es aber auch alles scheißegal sein, wenn er nachher mit Abstand gewinnt, so wie auch an dem Dienstag, dann ist das andere auch Latte. Man auf jeden Fall schon mal sagen muss, da bin ich mir jetzt auch sicher, die haben nur einen Kapitän. Die haben nur Pogacar als Kapitän, die fahren ja nicht so, ja, Yates und Almeida sind jetzt Helfer, die fahren von vorne und Ayuso soll sich hinten aufsparen als Co-Kapitän, falls Pogi ausfällt oder so. Nee, sondern die haben sich alle abgewechselt, alle bis auf Pogacar waren im Wind. Es war auch sehr windig dort, ist ja auch alles schön und gut gelaufen. Aber die setzen voll und ganz auf die Karte Pogacar. Naja, und dahinter möchte natürlich Ayuso auch versuchen, möchte Almeida versuchen, für sich persönlich in der Gesamtwertung nicht allzu sehr abzukacken. Aber für mich gibt es da jetzt keine klare Teamordnung. Du bist jetzt die Nummer 1, also du bist die Nummer 1, ist klar. Aber du bist jetzt die Nummer 2 und du bist die Nummer 3 und du bist die Nummer 4. Sondern, ja, das könnte unter Umständen noch ein bisschen problematisch werden. Was ich auch ein bisschen anders erwartet hätte, ist bei Team Visma Leasebike. Jonas Vingegaard, aktuell Fünfter in der Gesamtwertung, zum Zeitpunkt meiner Aufnahme, stärker als vielleicht von einigen erwartet. Ich hätte gedacht, dass Matteo Jürgensen mehr als Co-Kapitän verwendet wird, aber der hat sich auch schon direkt an den ersten Tagen sehr früh auch direkt in die Helferrolle reingeschoben. Also bei Team Wismar bin ich mir auch sicher, es gibt nur einen Kapitän. Es gibt nur Vingegaard. Ja, mag sein, dass Jürgensen noch ein halbes Auge darauf hat, dass er in der Gesamtwertung ganz gut dasteht, aber nicht in Richtung Podium Top 5, nie im Leben. Also da glaube ich eher, wenn das mit Jonas nicht klappt, gehen die eher damit sogar noch auf Etappensiege. Dafür hat er für mich von Anfang an zu sehr nach einem Helfer ausgesehen, was ich auch nicht unbedingt gedacht hätte. Ich traue dem das durchaus zu, aber kann ja natürlich auch in Zukunft noch kommen, da mehr auf eigene Rechnung zu fahren. Das mal so zu den Top-Teams. Remco bislang gut in Form, Roglic, wie man vielleicht befürchten konnte, nicht mehr in der Form vergangener Jahre. Aber auch da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen, denke ich. Bei Ineos läuft alles klar auf Carlos Rodriguez hinaus. Ich finde es auch erfreulich, dass zum Beispiel Egan Bernal bislang gut mithält. Gut, aus dem wird wahrscheinlich nicht nochmal ein Tour de France-Sieger werden. Ich würde mich gerne irren, aber ich glaube es nicht. Aber dazu fällt mir dann gerade auch noch ein, man darf natürlich nicht vergessen, insbesondere bei Etappe Nummer 4, dass dann ein Jonas Vingegaard und auch ein Remco Evenepoel zeitweise in der Abfahrt ja nicht ihr ganzes Leben riskiert haben und Pogacar da mehr weggeballert ist. Letztendlich, Robert Bengsch von Eurosport sagt es immer, das sind moderne Gladiatoren und da hat er irgendwie auch recht. Die müssen auch furchtlos sein und eine Schraube locker haben. Ich würde es persönlich nicht machen, da mit 90 runterzuballern, aber dürfte die natürlich gerne machen. Aber ich finde, man darf schon Verständnis dafür haben, dass ein Remco Evenepoel, der, wenn man es mal genau nimmt, wirklich fast gestorben wäre, glaube ich tatsächlich, der wirklich sehr, sehr schlimm gestürzt ist in der Lombardei-Rundfahrt in der Abfahrt, wird doch wohl immer noch ein bisschen mitspielen. Genauso wie dann auch bei der Baskenland-Rundfahrt. Ich meine, da haben sich jetzt nicht alle so schlimm verletzt wie Jonas Vingegaard mit kollabierte Lunge und hast du nicht gesehen. Ich glaube, auch wenn es nur ein paar Prozent ausmacht, aber auf so einem Top-Niveau
muss man sich dann auch nicht wundern, wenn das in der Abfahrt dadurch zu Zeitunterschieden kommt. Und das kann natürlich auch noch im weiteren Tourverlauf eine Rolle spielen. Finde ich aber aus persönlicher Sicht nur allzu verständlich. Klar, die würden auch gerne so schnell wie möglich ohne Zeitverlust herunterfahren, aber Remco Evenepoel hat zum Beispiel auch gesagt, dass er in der Abfahrt, oben war es ja noch nass, weil da Schnee lag. Dadurch waren ein paar Kurven dann auch sehr feucht oben auf dem Galibier, dass er da fast gestürzt wäre. Und danach fehlte ihm dann auch so ein bisschen das Selbstvertrauen, wodurch er dann auch ein bisschen was hat liegen lassen. Der konnte das dann nachher auf dem anderen Terrain wieder rausfahren, wo es nicht ganz so technisch war. Ist halt so, wie es ist, sind natürlich auch nur alles Menschen. Ja, ich fand die ersten Tourtage schon sehr interessant. Lasst mir doch gerne mal euer Feedback dazu da, wie ihr die ersten Etappen so fandet, wie ihr auch das Battle so um die Gesamtwertung seht. Denkt ihr, Pogacar wird eh allen davon fliegen, egal ob es intern zwischen Almeida, Ayuso, Yates und Co. vielleicht irgendwelche Quälereien gibt, dass das letztendlich eh egal ist, weil Pogi allen davon fliegt. Was sagt ihr so zu den anderen? Was erwartet ihr euch noch von der Tour? Lasst doch gerne mal euer Feedback in den Kommentaren da. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Mr. Luke zockt. Bis dahin, macht's gut. Ciao.